So, da sind wir auch schon wieder. Inzwischen sind wir gute Freunde geworden. Ich habe dir meine Zuneigung geschenkt. Vielleicht kannst du mir dafür etwas schenken. Schließlich wäre es unhöflich, wenn du zu unserer Teegesellschaft mit leeren Händen kämst. Der arme Red ist so hungrig, er könnte ein Pferd und den Stalljungen dazu fressen. Doch hier ist Pferdefleisch leider schwer zu bekommen und Menschenfleisch schmeckt so fade. Falls du ein vorbeihuschendes Nagetier siehst, bringst du mir bitte das knusprige Häppchen als letztes Mal mit? Ich hab Fleisch, das reicht eigentlich, hoffe ich mal. Das habe ich mir notiert. Was haben wir uns denn notiert? Gut, ach. Ach, das war ja mal interessant. Telefon klingelt, ich will drangehen, Telefon klingelt nicht mehr. Naja, wie dem auch sei. Irgendetwas blockiert die Tür, ja, das wissen wir ja. Ich habe eine Tür entdeckt, die zu den Hauptschächten führt. Brauche aber einen Code, um sie aufzusperren. Ich habe einen Zettel gefunden, aber so wie ich das, steht da kein Code drauf. Das zweite Tor in der Raffinerie funktioniert nicht. Okay. Die Maschine sieht intakt aus, es wird bloß ein passender Motor. Oh. Oh. Ich glaube, das war der, mit dem ich vorhin rumgespielt habe. Kann das sein? Verdammt. Ich bin manchmal so ein Spielkind. Aber es war mal wieder klar, dass das so enden muss. Das? Könnte das sein? Ja, das sieht so aus. Kann ich ja nicht mal werfen, das Teil. Halt. Puh, geschafft. Das Teil ist viel zu schwer. Halt! Halt, 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 halt! Ich will dich ja nur da draufstellen, verdammt, jetzt geh hin! Geht doch! Alter! Geh verdammt nochmal da dran! Es ging bestimmt auch 10-mal einfacher, aber ich bin jetzt nicht drauf gekommen. Und los geht's. Aber das Teil ist wirklich schwer, Mann. Der Motor. Ich kann Fässer, kann ich meterweit werfen, aber den Motor ein paar Zentimeter nur. Schon schlimm sowas. Ah, die Männer von heute, die können einfach nichts mehr heben, ey. Läuft für ein gut geöltes Uhrwerk. Welche Überraschung. Tada! Das sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus, aber egal. Ich hab ja meine Tonne und los geht's.
Hui! Ja, geht das mal langsam an. Ich weiß ja nicht, was uns da unten jetzt erwartet. Heißer Dampf erwartet uns. Das war zu früh. Ich bin wenigstens noch hochgesprungen, mal immerhin. Wie machen wir das jetzt? Einfach so hier drüber, das wird wahrscheinlich eher weniger der Fall sein. Kann ich aber auch nicht mehr rausnehmen hier. Ihr seht, ich bin verzweifelt. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich da drüber kommen soll. Na, da ist auch zu, da können wir nicht reinschlüpfen, wie es aussieht, oder? Wieso kam das beim einen Mal nicht? Ich bin gerade verwirrt. Also es kommt wahrscheinlich irgendwie, dass ein paar Abständen. Ja, jetzt war das hier. Ah, okay. Das war das Falsche. 1, 2 oder 3, ob du richtig stehst, ist das nicht angeht. Da hinten. Okay. Wieso? Wieder irgendwas verpasst. Oder das hier, dann kam das hier. Dann das hier. Ne, das hier. Dann wieder das hier. So, dann muss ich quer oder was? Was aus. Nee. Ich hasse das, wenn ich aufmerksam sein muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich dann dahin muss nach dem. Auf diesem Teil, ich habe keine Ahnung.
Ja, ich habe keine Ahnung, wo das dann da hochgehen soll. Ah, und dann hier langs. Ah, okay. Gut, ich würde schon fast sagen, ich habe es kapiert. Was? Wieso? Ich war doch jetzt schon fast der Ansicht, dass ich es verstanden habe. Zweites Mal da stehen bleiben oder was? So. Ich muss dann gleich da drauf. Ja. Ja. Dann kann ich da drauf. Wie soll das denn noch nicht funktioniert? Also, dann da drauf. Dann hier drauf. Da drauf. Hier drauf. Okay, also ich bin zumindest mal weitergekommen jetzt. Also noch. Das könnte fast schon funktionieren jetzt. Ich habe eins zu viel übersprungen, kann das sein? Alter, das will mich doch jetzt ernsthaft verarschen hier. Nochmal von Anfang an, ey. So. Dann hier drauf. Dann da drauf. Dann hier hin. Dann warten. Dann, ach stimmt, ich hab's warten vergessen. Freude! Ha! Ich hab's! Was?
Güte. Hätte einem aber auch gar nichts erspart. Und ich bräuchte jetzt mal so langsam wieder so einen Speicherteil. Weil eigentlich wollte ich nur zwei Parts aufnehmen. Jetzt hopp. Die Augen. Funktioniert denn nicht? Wieso komme ich hier nicht mehr raus? Es geht. Jetzt bin ich verwirrt. Aber ernsthaft verwirrt. Jetzt habe ich 5 Stunden für dieses Dampfrätsel gebraucht. Toll. Tolles Rätsel. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Jetzt habe ich nämlich gespeichert. Wieso dreht sich das? Egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.